Was würdest du tun, wenn du Zeit hast, zu schreiben? Ich habe angefangen, ein Stück zu schreiben. Das würde ich zu Ende schreiben. Und werde ich auch zu Ende schreiben, sobald ich Zeit habe. Zwischendurch schreibe ich ein bisschen daran. Und im Kopf geht es natürlich auch weiter. Und dann gibt es ein Problem. Ich habe dem Boulez versprochen, ein Libretto. Und das existiert nach wie vor nicht. Und er ist sogar älter als ich. Du weißt, er ist gerade 70 geworden. Und das eilt eigentlich ein bisschen. Weil Sie im Theater? Ja, er wird sehr lange brauchen, um das zu komponieren. Das dauert länger als das Schreiben. Auch rein technisch dauert es länger. Und das beschäftigt mich sehr. Ich hatte zunächst die Idee, darüber hatten wir schon mal gesprochen, glaube ich, eine Version der OSD zu machen. Ich bin nicht mehr sicher, ob das sich lohnt und ob das richtig ist. Eine Digest-Form, eine Konzentratform. Ja, ja, ja. Und inzwischen bin ich da auf etwas gekommen, was mich schon sehr lange beschäftigt. Und zwar in der Version von Seneca, die Herakles-Geschichte. Und mit der Figur habe ich mich schon sehr oft abgeplagt. Aber ich hatte immer im Kopf sowas wie Herakles 13. Also die 13. Arbeit von Herakles, die Befreiung Thebens von den Thebanern. Die Metapher dafür ist diese Geschichte, wo er in einem Anfall von Wahnsinn seine Kinder tötet. Wofür ja die ganzen Taten, die er begeht. Er muss sich ja wieder ein Sklave in die Gewalt eines Königs begeben, um abzubüßen. Ja, ja. Was er übrigens nicht selber gemacht hat, sondern Hera hat ihm das in den Kopf gesetzt als Wahnsinn. Ja? Es gibt so Notizen dazu aus uralten Zeiten, wo mich immer interessiert. Es gibt so zum Beispiel ein Herakles-Festival jedes Jahr. Da werden seine Taten vorgeführt und gespielt, dargestellt. Und plötzlich nimmt er das für real, was da gespielt wird, und sieht jetzt in jedem dritten Thebaner den nemeischen Löwen oder den kalidonischen Eber oder was immer. Seine Heldentaten. Und an der eigenen. Ja, und entdeckt dauernd so quasi Reinkarnation der Ungeheuer, die er getötet hat. Das ist eigentlich ein ganzes Bündel von Dingen, weil du kennst diesen Text da in Zement, Herakles und die Hydra, wobei er sich herausstellt, er ist die Hydra, also diese Einheit von die Identifizierung mit dem Gegner, mit dem Feind, dass man den Feind ist und dadurch der Feind wird und was immer. Dann die komische DDR-optimistische Variante in dem Herakles-Stück mit dem Augias-Stall. Aber wichtiger fand ich eben schon diesen Wahnsinn als letzte Phase. Er ist ja kein verschlagener Held. Also wie alle anderen. Er ist ein dummer Held, ja. Fleißiger, also produktiver. Ja, man kann eigentlich nicht sagen, also es gehört ja auch Intelligenz dazu. Ja, ja, aber es ist eine Bauernintelligenz. Ne? Ja, eine Kraftintelligenz. Ja, ja. Ja. Aber es ist doch, er will ja doch seine Taten gut machen. Das ist ein ganz schwerer Mythos, ganz schwer zu verstehen. Man sagt ja, dass er die Olympischen Spiele begründet hat. Mhm. Ja? Die reichen ja bis 1936. Ja? Man sagt von ihm, dass er einen schweren Tod erlitten hat. Ja, da fällt mir ein, weil du 36 sagst, das ist was Merkwürdiges. In der sowjetischen Mythologie, wenn man das mal so nennen will, Plakate, Agitationstexte, Bilder und so, kam die Herakles-Figur immer wieder vor. Also Herakles als die Verkörperung des Proletariats, des Feldproletariats sogar im Kampf gegen die Hydra des Kapitals oder des Imperialismus. Das gibt es auf Plakaten. Es ist völlig undenkbar, und das fällt mir jetzt ein bei 36, dass die Nazis so eine Figur verwendet hätten. Warum eigentlich?
Nazis haben nirgends einen starken Mann, der eine vielgestaltige keine Figur aus der aus der Antike. Nein, Siegfried ja. Ja, ich habe auf der Antike nicht. Ja. In Frankreich wiederum wäre es ohne weiteres möglich, ein Plakat von 1936, unsere Stahlindustrie, also mit einem antiken Helden zu versehen. Auch Icarus nicht, auch Daedalus nicht. Nee. Ja. Nun haben wir ja andere Helden. Ja. Also, also fliegen würde bei uns Schmied Wieland. Den kennt keiner. Aber lass uns mal zurückkommen auf den Herakles. Er stammt ab von Alkmene und Zeus. Tötet ihm als Kind, Kleinkind, als Baby, bereits wichtige Schlangen, gefährliche Schlangen. Ja. Und jetzt geht es in der Hader, das eigentlich wie im Ring bei Wagner, ja, die Göttin Mutter, ja, ihn mit Wahnsinn und Strafen und Krebsen, die ihn in die Ferse zwicken, verfolgt, während sein Göttervater ihn bevorzugt. Und dies bleibt unentschieden. Wirst du Stalin überhaupt mit irgendeinem antiken Helden? Zeus. Zeus. Und zwar die Idee von Zeus, eine neue Menschheit zu schaffen, durch Vernichtung der Alten, was ja der biblische Gott auch wollte. Und das war, wenn man will, die Idee von Stalin. Man muss den alten Menschen vernichten, damit der neue entsteht. Wen würdest du mit Herkules vergleichen? Also du eher Kirov. Ja, der wird umgebracht. Ja. Aber vereinigte Arbeitskraft, das hätte etwas. Ja? Das könnte von Wahnsinn überfallen sein. Ja. Das kann ein Nessushemd angezogen kriegen, sodass alles verbrennt. Ja. Jetzt magst du ein Wasser? Danke. Jetzt hast du ja ein zweites Fernrohr, wenn du so willst. Ja. Seneca genannt. Mhm. Du siehst es ja jetzt nicht einfach eins zu eins, so wie du als Heiner Müller Herakles siehst oder wie du vermutest, dass Burlesque das in Musik setzen kann, sondern siehst es ja immer durch Senecas Bearbeitung. Was hat Seneca da geschrieben? Ist es erhalten? Ja. Ja, das Interessante an Seneca im Verhältnis zu den griechischen Dramatikern ist, die Stücke waren ja gedacht als Lesedramen, die Stücke von Seneca, die wurden vorgelesen. Nicht aufgeführt, nicht aufgeführt. Lesedramen. Und deswegen waren, und auf dem Irrtum, dass das Dramen für Aufführungen waren, beruht eigentlich die elisabethanische Dramatik. Die kannten Seneca aber nicht, Sophokles, Aeschylus, Euripides. Und bei Seneca finden die Gräuel auf der Bühne statt, eben weil sie nicht gespielt werden mussten. Und bei den Griechen hinter der Bühne. Da kommen nur die Botenberichte über die Gräuel. Und das ist das Interessante an Seneca, dass die Gräuel auf der gedachten Bühne stattfinden. Das ist jetzt der erste Punkt, der dich reizt. Ja. Und es gibt noch was anderes. Die Vorgänge werden so total Sprache bei Seneca. Zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, in der Medea von Seneca. Der Schluss ist lateinisch. So, Jason schreit, nachdem sie die Kinder getötet hat, Medea. Und sie sagt, Fiam. Was heißt das? Ich werde es werden. Das ist einfach ein Vorgang, der sich gar nicht darstellen lässt, außer in Sprache. Es gibt den Satz bei Victor Hugo, nieder mit der Tragödie, es lebe das Drama. Ja? Du schreibst einmal hier von den Kurzdramen Puschkins. Was ist das? Als eine Form, der du folgen könntest. Ja, entstanden sind die, glaube ich, auch
aus Mangel an Theater. Oder aus der Schwierigkeit, eine Bühne zu finden für das, was er schreiben wollte. Und daraus kommt diese Komprimierung, der Lakonismus dieser Kurzdrama, die natürlich beeinflusst sind von französischen Tragödie, also Tragödie-Klassik und so. Und das war die russische, und er macht die russische Kurzform. Ja, das ist schon ein Problem. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt. Erstmal langweile ich mich sehr schnell, gerade im Theater. Und mir ist fast jeder Theaterabend zu lang. Oder es wird zu viel Zeit verwendet auf Vorgänge, die man in 5 Sätzen auch verstehen abhandeln kann. Und zu wenig für die Tableaus. Ja. Also wenn man einmal ein Gefühl erreicht hat, einen Konflikt erreicht hat und der Motorik also bergauf ist, dann will man ein Plateau haben. Ja? Und das ist zum Beispiel interessant, wenn man ausgeht von so einer Struktur wie einem Seneca-Stück, kommt man sehr viel schneller zu Tableaus, also zu auch stehenden Bildern. Und das ist dann auch wieder, da ist die Musik dann wieder ein Instrument, um Bilder lange stehen zu lassen. Das würde mich interessieren, weil auch den Boulez interessiert hauptsächlich die Dimension der Zeit, also wenn er komponiert. Und das ist interessant, also Zeit kann man dehnen, man kann sie komprimieren, also Zeitraffer, Zeitlupe, und das sind eigentlich die Räume, in denen Musik für Drama wichtig wird. So, dass du eigentlich erstmal so einen Anschub schreiben musst als Libretto, dass das auf eine ganz bestimmte Kunstzeit sich erstreckt, für die es sich lohnt, bis zum Theater zu fahren, nach Ansicht des Zuschauers. Danach kannst du eigentlich die Dinge der Musik überlassen, Begriffe bilden, Rede und Gegenrede entfalten, und auf dem Tableau dich auf einem stehenden Bild lange verharren. Und dann wieder muss man einen Abgesang haben. Und du kennst die Geschichte von Wilson, was besonders gerne erzählt, wenn er gefragt wird nach den Wurzeln seines Theaterkonzepts. Dann erzählt er immer von diesen Experimenten, die amerikanische Mediziner oder Psychologen gemacht haben, mit Frauen, mit Müttern, die ihre Neugeborenen im Arm haben. Und wenn man die Filme, die gemacht haben, in Zeitlupe ablaufen lässt, sieht man plötzlich, dass das fressende Mütter sind. Dass dieses Küssen und Streicheln und Kosen kannibalisch ist. Das sieht man aber nur in der Zeitlupe. Das ist ein anderer Vorgang dann. Das wird zerlegt in Momente und das ergibt ein ganz anderes Bild. Das ist eine böse Beobachtung. Es gibt einen Film von Werthoff, Wiegenlied für Lenin. Und das besteht nur aus Müttern und Kindern. Gelegentlich mal den Erscheinungsbild von Stalin. Aber es ist eigentlich ein Bild über Mütter und Kinder. Und du sagst, das ist kannibalischer Natur, so wie man es also in einer der korrekten Zeit aufnimmt. Ja. In der Zeitlupe. In der Zeitlupe. Das wäre ja richtig, weil die Zeiten sind verlangsamt zwischen Müttern und Kindern. Es gibt so verschiedene Erfahrungen. Ich würde mir wünschen, mal einen Theaterabend zu machen oder zu sehen, der wirklich nur eine Viertelstunde dauert oder 5 Minuten. Das wäre interessant. Es gab eine Aufführung von Schlef in Frankfurt. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Ich glaube, es war ein Stück von ihm. Nach Gorki, also so das Modell Nachtasyl. Ich weiß nicht mal den Titel. Ist auch egal. Und das fing an mit der Schlussszene von Hamlet. Einfach gestellt, sehr schön gestellt, ganz großartige Kostüme. Die dauerte 5 Minuten und dann war Pause. Und das Stück dauerte 2 Stunden dann oder fast 3 Stunden. Und das war
war als Schockmoment interessant. Das war eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Theatererfahrung wegen dieser schockierend kurzen ersten Hälfte und der Pause dann. Und dann dauerte es endlos lang. Das war interessant. Das war eine Verschiebung, eine Veränderung der Wahrnehmung. So, dass man die 3 Stunden in der gesteigerten Zeit dieses Anfangs, dieses ersten Stückes wahrnimmt. Ja. Und Mitternacht mit dem Auftritt des Geistes und hörte auf morgens um 7. Das waren die besten Aufführungen. Die Leute gingen raus aus dem Theater und es war morgen. Das heißt, also den Hamlet aufgeführt in Echtzeit, wenn man so will. Und man beginnt schlicht am Anfang. Ohne Striche und man beginnt am Anfang. Und er durchlebt die Nacht. Und es hatte 3 Pausen und dadurch war es kein Theater mehr. Es gab auch ein ganz anderes Publikum. Es war natürlich fast nur junges Publikum, weil Leute über 40 gehen nicht um Mitternacht ins Theater und morgens um 7 raus. Das waren jugendliche Arbeitslose im Wesentlichen oder Leute, die sich das leisten. Und eine ganz andere Atmosphäre, zum ersten Mal auch in der Geschichte des DDR-Theaters, wurde im Theater getrunken und gegessen, ne? Während der Vorstellung. Es gab erst große Aufregung und die Frauen da, Kassiererinnen, versuchten das zu verhindern, dass jemand da eine Cola trinkt oder so. Das war aber nicht durchsetzbar und es hat sich dann langsam eingebürgert, dass man das kann, weil es so lange dauerte. Und dadurch war es ein Ereignis und nicht mehr eine Theateraufführung. Nono hatte die Idee, das Kapital zu komponieren, zu verobern. Das Kapital von Marx. Von Marx, Wie klingt Geld? Das Problem ist, wie klingt Geld? Ja, also wenn du Scheine wie zählst. Wie sinkt Kapital? Das? Also die Ware, und der Warenwert und der Warenfetisch, der kann ja sehr hohe Koloraturen entwickeln. Mhm. Der kann sehr viele Obertöne, sehr viele Nebentöne entwickeln. Also da liegen noch eine Menge Versprechen drin. Ja? Du sprachst von der vom ersten Fragment, sagen wir mal, dieses Librettos. Mhm. Ja? Was ja in sich eigentlich eine Oper sein kann, wenn Boulez das so komponiert. Mhm. Ja? Aber das ist dann gar nicht lang. Ja? Ja, was mich interessieren würde, wäre als erstes Bild wirklich die Szene von Canova. So, Herakles hat seine Kinder getötet, die sind tot. Und der Großvater steht noch in der Abwehrhaltung, die Mutter auch. Und die nächste Variante wäre dann, dass die Kinder wieder lebendig sind und man zeigt, wie er sie tötet. Und das vielleicht 5-mal. Ne? So, dass also immer auch wieder die Hoffnung aufersteht, er hätte sie nicht, sie mögen nicht getötet sein. Ja? So wie in der russischen Eröffnung. Die Hoffnung, eigentlich das genau dramatische Punkt ist, die Hoffnung, dass der Exekution nicht stattfindet, glückliche Erkennung, Wiedererkennung, als die höchste tragische Form und dann passiert es, die Tragödie dennoch. Ja, du weißt, dass es von Ambrose Bierce kommt, ne? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte heißt. Es ist die Beschreibung einer Hinrichtung, wird jemand erhängt an einer Brücke. Und genau, der erlebt sein Überleben und dann hängt er. Im amerikanischen Bürgerkrieg. Ja, da fängt das an. Geschichte. Überhaupt der amerikanische Bürgerkrieg. Er erlebt seine ganze Rettung, traumartig, schwimmt im Fluss davon. Und dann zum Schluss ist er gehängt. Hängt er, Der amerikanische Bürgerkrieg ist sowieso ein ganz entscheidendes Datum, glaube ich. Für alle europäischen Kriege. Danach. Und jetzt entsteht mehrfach, dass dieser Wahnsinn diesen Herakles überfällt. Nimmst du dazu Stellung, dass der ihm
von der Göttin eingegeben ist? Wo kommt der her, der Wahnsinn? Das ist mir ziemlich egal eigentlich. Dass er das Liebste, was er hat, töten muss. Ja. Ja. Meine Vorstellung war eigentlich immer, dass er, nachdem er so viele Feinde, Ungeheuer und so weiter, getötet hat oder eben nicht davon absehen kann, davon befreit hat, sieht er überall diese Feinde nach dem Sieg. Die kommen überall wieder hoch. Wie nach einer Fließbandarbeit, man nachts noch weiter in den Muskeln zuckt, so kommt jetzt sozusagen. Es gibt so ein No-Spiel, was ich immer mal machen wollte oder bearbeiten wollte. Das ist so ein Modell dafür, Kumasaka, glaube ich, heißt das. Das ist die Geschichte von einem sehr berühmten Straßenräuber, der immer wieder so Karawanen überfällt, so Handelskarawanen, die irgendwelchen Waren da durchziehen. Und der muss, diese No-Spiele spielen ja immer im Jenseits, das sind immer Tote, die irgendwas aufarbeiten und abarbeiten müssen. Und der muss die große Szene, wo er von einem dieser Kaufleute erschlagen wird, die muss er immer wieder nachspielen, bis er keine Lust mehr dazu hat. Bis er keine Lust mehr daran hat, die Karawanen zu überfallen und die Leute zu töten. Und so lange muss er es machen, bis er keine Lust mehr hat. Das ist eine Katharsis, indem der Schauspieler so lange dasselbe immer wieder spielt, bis er keine Lust mehr hat, das zu machen. Ja. Und so lange muss er es aber machen. Und das Publikum guckt mit Genuss an, wie sich diese tragische Kunst einmal voll erschöpft, vor Zuschauern. Und das wäre wirklich eine Aufgabe für Musik. Also diese Erschöpfung. So, dass du jetzt nicht Dramatik aufbaust, wie ein guter Unternehmer des Theaters im 19. Jahrhundert, sondern du baust sie ab. Und wie nennst du das? Akte ist ja denn ein falscher Ausdruck. Das sind Partikel, Fragmente. Das ist eigentlich das, was ich meinte mit, ich weiß nicht, ob du den Text ganz Bildbeschreibung. Ja. Also Explosion of a Memory war der englische Titel. Ja. Weil es gab keinen englischen Titel dafür. Man kann Bildbeschreibung als langweilig als englischer Titel. Und da fiel mir ein für die englische Variante, im Explosion of a Memory. Für die französische war es noch was anderes. Es war Landschaft unter Aufsicht. Und da geht es eigentlich darum, dass Vorgänge sich endlos wiederholen. Und dabei in Variante wiederholen, bis sie auf Null gehen, bis ich mir ein Verhalten abschminken kann. Bildbeschreibung kann als eine Übermalung der Alkestis gelesen werden. Das ist auch ein Herakles-Stück, die das No-Spiel Kumasaka, den 11. Gesang der Odyssee und Hitchcocks Vögel zitiert. Der Text beschreibt eine Landschaft jenseits des Todes. Die Handlung ist beliebig, da die Folgen Vergangenheit sind. Explosion einer Erinnerung in einer abgestorbenen traumatischen Struktur. Eine abgestorbene traumatische Struktur. Ja, Wenn ich das jetzt, also wenn du sagst, Stalins Reich, Hitlers Reich, könntest du eigentlich eine beliebige Handlung, die vergangen ist, immer wieder konfrontieren mit so einer Erfahrung, bei der das Schmerzhafteste ist, dass eigentlich die Erfahrung, also die Geschichte ihrer Erfahrung mit sich weggezogen hat. Man kann nicht mal mehr drüber reden. Ja? Es ist nichts erledigt. Ja? Nicht? Man kann es nicht verstanden haben. Man kann nicht sagen, man hat das alles verstanden. Ja? Und gleichzeitig, man kann es nicht erzählen. Ja? Und dies wäre die Wiederherstellung der Erzählfähigkeit. Ja? Weil ich ja jetzt in beliebigen Partikeln, immer wieder es repetiere. Ja? Ja. Einmal mit Musik, einmal mit Geräusch, einmal mit Text, mit Reden, einmal mit Schweigen. Also ein Opernteil könnte mit Taubstummen, von Taubstummen gespielt werden. Ja. Und Oper mit Taubstummen wäre ja eine hervorragende Chance für Musik. Ja. Keine Stimme stört. Ja.
Und die Sänger werden im Orchester, als Orchestermitglieder vereidigt, ja, brummen oder summen und so weiter, was hinreißend klingen kann. Ja. Aber gleichwertig mit den Orchesterstimmen. Ja. Spielt das dann für dich eine Rolle, dass man, so wie man beim Ödipus sagen kann, da gibt es also Leute wie Freud, die das psychologisch gedeutet haben, sodass der Ödipus in uns vorkommt. Ja? Auch der Orest könnte ja vorkommen in uns. Der Trojanische Krieg, ja, ist ein Vernichtungskrieg, wie wir das kennen. Was ist Herakles? Ist das ein produktiver Mensch? Zeus Sohn zu sein, ist ja eine unanschauliche Eigenschaft. Bei Jason mitzurudern, nichts Erschöpfendes. Ja, diese Herakles-Figur ist eigentlich nur interessant, oder dramatisch interessant von ihrem Ende her. Wenn man jetzt als Ende setzt, diese Wahnsinnsphase, die Ermordung der Kinder und den eigenen Selbstmord. Auf dem Scheiterhaufen. Scheiterhaufen, ja. Ja, ja, ja. Wobei sich keiner traut. Ja? Hm. Du hast das in deinem Stalin-Text. Stalin ordnet an, tötet mich. Ja, ja. Und sie würden eine Falle vermuten und nicht gehorchen. Das ist einer der wenigen Fälle, dass sie nicht gehorchen. Und so gehorcht dem Herakles keiner, als er vom Scheiterhaufen liegt, seine Wunden vom Nessushemd unerträglich findet. Und er möchte sterben und keiner zündet das Ding an. Ja. Ein dummer Hirte, ja, der die Gefahren nicht sieht, der ist zum Schluss bereit, lässt sich überreden. Und kriegt zwei Geschenke, die vergifteten Pfeile und das Nessushemd. Das heißt, es wird ihm sehr übel ergehen. Das ist, so würdest du das deuten, also so, dass das in dem Fall Stalin ist. Ja, ja. Und du würdest aber bevor jetzt der Wahnsinn die eigenen Kinder tötet, würdest du sagen, dass er da so einen Staudamm gebaut hat in der Ukraine? So ein Riesenstaudamm mit Marmor und Tempeln und so, dass er den Gartenring gebaut hat und diese Hochhäuser, dass er und so weiter. Das sind nicht wirklich böse Taten, sondern das ist so wie die Besiegung des Löwen, der Ungeheuer. Was Hitler zum Beispiel dem Paul Wegener gesagt hat, meine Kraft besteht nicht im Ausatmen, sondern im Einatmen. Ich atme das Publikum ein. Hat Hitler gesagt? Hat Hitler gesagt, ja. Der hat sich also mit Schauspielern da über berufliche Fragen... Mit Paul Wegener über Schauspielerprobleme. Wenn du mal den Unterschied zwischen Stalin und Hitler, den du ja in deinem Drama, befasst du dich ja mit den beiden, und wie es einem Dramatiker ansteht, verwandelst du die in so eine Art Liebespaar und Hasspaar. Nicht? Aber wenn du mal die beiden Industriegesellschaften nimmst, also Deutschland vom Medium Hitler interpretiert, und Sowjetunion oder Russland von Stalin, was ist der ganz generelle Unterschied? Ja, das Merkwürdige ist ja zunächst, dass das ist vielleicht was ganz Dummes jetzt, aber das Erste, was mir einfällt, ist, wenn man die beiden vergleicht oder in Beziehung setzt zur Industrie, hatte Hitler eigentlich ein viel mehr archaisches Verhältnis zur Industrie als Stalin. Stalin konnte sie benutzen. Sie war für ihn neu? Ja. Sie war für ihn neu und es war ein Spielzeug. Ne? Und für Hitler war es eigentlich was Fremdes. Was er eigentlich, wenn es Chemie ist oder sowas, er auch ablehnen könnte. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, ich würde glauben, dass Stalin nicht so reagiert hätte auf die Entdeckung der Atomspaltung. Ja. Und der hätte das begriffen. Und Hitler hat es nicht begriffen. Was ein Glück war, aber ich glaube, da ist ein Unterschied.
Hitler ist eine viel. Gut, es ist auch. Kommt aus einer katholischen Welt. Vielleicht spielt das eine Rolle. Und er ist viel mehr mutterorientiert und mutterbestimmt als Stalin. Stalin hatte wahrscheinlich ein viel entspannteres Verhältnis zu seiner Mutter als Hitler. Die hat ihm Pakete geschickt, gut, aber es war das normale Verhältnis eines Georgiers zu seiner Mutter. Aber bei Hitler ist das viel gespannter, viel neurotischer. Stalin hat von Hitler sehr viel gelernt. Also den Kirov-Mord und alles, was danach kam, hat er eigentlich von Hitler gelernt. Und Hitler hat das aber von Mussolini gelernt. Er wusste es von sich aus nicht, wahrscheinlich. Es gibt so eine Geschichte, kennst du sicher, dass Mussolini Hitler darauf gebracht hat, indem er ihm Machiavelli zitiert hat und Nietzsche. Das Erste, was man loswerden muss, sind die, die einen zur Macht gebracht haben, die einem zur Macht geholfen haben. Die muss man zuerst liquidieren. Und das hat aber Stalin als Bester gelernt. Darauf wäre wahrscheinlich Hitler gar nicht gekommen. Das hat er von Mussolini gelernt, über die Bildung von Mussolini. Und das hat Stalin von Hitler gelernt. Und das andere, das hat mir immer sehr gefallen, was der de Gaulle zitiert, dieser Lieblingssatz von Stalin. Und in diesem Buch von Malraux, die letzten Gespräche mit de Gaulle, da zitiert de Gaulle Stalin. Stalin hätte ihm gesagt, der letzte Sieger ist der Tod, oder der einzige Sieger ist der Tod. Das ist ein Satz, den Hitler nicht gesagt haben könnte. Ist der Tod. Ja, ja. Warum hätte Hitler das nicht sagen können? Weil für Hitler ging es doch grundsätzlich darum, dass er alles in seiner Lebenszeit erreichen wollte. Ja. Es gab keine Zukunft. Ja. Es musste alles in seiner Lebenszeit stattfinden. Und das ist wahrscheinlich auch die Faszination jetzt für eine Generation, die aufwächst mit dem Gefühl, es gibt keine Zukunft. Hitler war orientiert auf totale Gegenwart. Nur Gegenwart gibt es. Es gibt danach nichts. Danach gibt es nur die Toten und davor auch. Sag mal, hier hast du direkt von deinem Schreibtisch, glaube ich, hier, ja. Hast du einen Text. Ja? Hm. Da tritt Goebbels als Medea, die ihre Kinder ermordet hat, auf. Ja. Nicht? Und da kommt Hitler vor mit einem längeren Monolog, kann man das sagen? Ja. Eigentlich eine Rede an. Es gab doch diese Szene in der Reichskanzlei, wo die Damen, die für ihn gearbeitet haben, zu einem Sekretär Abschiedsempfang Wolf, Junge. Genau, empfangen hat und Abschied nimmt. Und da gibt es auch den Bericht, dass die danach, als er in seinem Bunker verschwunden war, haben die getanzt. Das fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Darauf passiert das eigentlich. Lies doch mal das. Goebbels. Das waren meine Kinder, meine Zukunft. Ich habe sie geschlachtet, sie sind dein. Wir lassen hinter uns, was nach uns kommt. Die Zukunft, unser Feind. Der Sieg ist unser. Es stirbt.
Also Goebbels stirbt. Und vorher war Stalin erschienen, da gibt es auch so einen Ansatz zu einem Text. Und Stalin geht lachend ab. Hitler, Rattenhuber, das Benzin. Und bitten Sie jetzt die Damen zu mir. Rattenhuber ab. Damen, Rattenhuber mit Benzinkanistern. Hitler, meine Damen, ich danke Ihnen allen für die Arbeit, die Sie geleistet haben, in Treue. Was wäre das Leben ohne die Treue der Frau? Ich schweige vom Tod. Für meinen Dienst an Deutschland, das mit mir untergeht. Regieanweisung, geschützt Donner, Detonation. Sie hören den Triumph des Untermenschen, der seine Herrschaft antritt. Der Untermensch hat sich als der Stärkere erwiesen. Der Mensch mag zugrunde gehen. Ich bin, Sie wissen es, der Übermensch. Ich habe das Meinige getan, die Menschheit auszurotten, die den Planeten überschwemmt. Nach mir werden andere kommen, die meine Arbeit fortsetzen. Ich werde diese Welt verlassen, weil sie für mich zu klein geworden ist. Zusammen mit Fräulein Eva Braun, die ich vor einer Stunde geheiratet habe. Hier ist der standesamtliche Beleg, unterzeichnet von Herrn Richard Wagner. Der Standesbeamte hieß wirklich Wagner, nur nicht Richard, aber das kann man, glaube ich, machen. Unterzeichnet von Herrn Richard Wagner. Bitte prüfen Sie seine Unterschrift, damit Himmel oder Hölle uns nicht trennen kann. Denn Ihre Hände sind rein und meine Hände sind blutig, wie die Hände aller großen Männer der Geschichte blutig sind. Alexander, Cäsar, Napoleon, Friedrich der Große, leise Stalin. In den Dimensionen der Geschichte ist das Blut ein besserer Treibstoff als das Benzin. Es führt in die Ewigkeit. Und die Treue ist das Mark der Ehre. Ich gehe zurück zu den Toten, die mich geboren haben. Jesus Christus war ein Menschensohn. Ich bin der Sohn der Toten. Ich habe meinen Astrologen erschießen lassen, Herrn Friedrich Nietzsche, damit er mir vorangeht in das Reich des Todes, das die einzige Wirklichkeit ist und dessen Statthalter auf Erden ich gewesen bin. Leben wird mein Programm. Gegen die Lebenslüge des Kommunismus keiner oder alle. Die einfache und volkstümliche Wahrheit für alle reicht es nicht. Gegen das verlogene Geschwätz der Pfaffen, liebet eure Feinde, das ehrliche Gebot meines deutschen Katechismus, vernichtet sie, wo ihr sie trefft. Ich habe Europa zu meinem Scheiterhaufen erwählt, seine Flamme wird mich von meinen staatsmännischen Pflichten entbinden. Ich sterbe als Privatmann. Aber der Rauch der brennenden Städte wird meinen Ruhm um die Erde tragen und die Asche der Krematorien wird den Himmel verdunkeln. Mein Denkmal, das der Wind zu den Sternen trägt, nach mir. Denn ewig lebt des Toten Tatenruhm, wie schon die Edda sagt, das heilige Buch, die Bibel des Nordens. Es lebe der deutsche Schäferhund. Er schießt seine Hündin. Damen, Heil Hitler. Hitler ab, zwei Schüsse. Tanz der Frauen vor dem Hintergrund der brennenden Hauptstadt zu Wagners Götterdämmerung. Wenn du das jetzt sehen würdest von japanischen Schauspielern, ja, gespielt, ja, würde es doch enorm in die Ferne rücken. Und in dem Moment, in dem es auf diese Weise in die Ferne rückt, kannst du dich wieder mit beschäftigen und jetzt erst diesen heilsamen Kursus, ja, dass du etwas so lange wiederholst, ja, bis er wirklich stirbt. Er ist ja im Grunde nie richtig begraben worden. Ja, ja. Er ist in Form einer Rundfunkmeldung begraben worden. Ja. Und ist es eigentlich notwendig, jemanden, in den so viel Überschätzung, so viel aber auch wirkliches Vertrauen investiert worden ist, ja, dass der auch wirklich nach einem Ritus umkommt, ja, und beerdigt wird. Ja. Da muss man noch einen Stein drauflegen. Ja, nicht? Damit so etwas sozusagen nicht Führer der Toten werden kann. Ja, ja. Ja? Ja, im Grunde müsste, wenn man sich vorstellen würde, wir lebten in Afrika, dann würde Hitler jedes Jahr begraben. Würde man jedes Jahr eine Hitler-Kopie oder Hitler-Puppe begraben. So lange, bis sie Bild waren. Bis das irgendwie alle langweilt, bis keiner mehr kommt zu diesem Ereignis. Ja. Das wäre
wäre eigentlich die Lösung. Ja. Und das ist das eigentlich, was das Theater machen muss. Es muss nicht künstlich die Gewissenhaftigkeit aufpeitschen, sondern die Toten begraben, die unlösbaren traumatischen Erlebnisse begraben, nicht lösen. Klar, klar. Es gibt hier einen Text von dir, wo du beschreibst 1956. Wenn du das mal beschreibst. Das ist... welchen meinst du jetzt in diesen? Die drei Witwen. Das ist eine Szene, die ich schreiben muss. Erst noch. Und die ist hier skizziert. Und die Geschichte ist passiert. Die stammt von Fritz Krämer. Fritz Krämer, der Bildhauer, hat einmal die Totenmaske von Brecht abgenommen und dann auch den Sarg gemacht. Und Brecht wollte einen Stahlsarg, Das hat er auch, alles vororganisiert. Ja, hat auch einen Herzstich testamentarisch noch angeordnet, wie Nestroy und Raimund, glaube ich. Was heißt ein Herzstich? Ein Herzstich, um nicht scheintot zu sein. Um die Garantie zu haben, dass er nicht scheintot begraben wird. Offenbar eine große Angst deutscher Dichter seit Schubart. Du weißt, dass Schubart, der saß, ich weiß nicht, wie viele Jahre, 12 oder so auf dem Hohen Asperg, oder sogar länger. Und als man sehr viel später den Friedhof abgeräumt hat, hat man entdeckt, dass der Sarg von innen völlig zerkratzt war, der Sarg von Schubart. Das ist schon makaber, also nach so 12 Jahren Knast auch noch scheintot beerdigt zu werden. Und jetzt ist diese Geschichte hier, die drei Witwen beraten, Haarig ist verhaftet. Ja, was kann man tun? Mhm. Und dann kommt Fritz Krämer, der Bildhauer, der das erste Modell von dem Stahlsarg gemacht hatte. Ja. In Stahlwerk Hennigsdorf wurde das gemacht. Hat aber der keine richtige Maße genommen? Kam mit zwei Arbeitern, hatte vergessen Maß zu nehmen. Wusste nicht, ob der Brecht reinpasst. Du erinnerst dich an Wallenstein, dem die Beine gebrochen werden mussten, weil die Verschwörer nicht Maß genommen hatten. Die hatten einen zu kurzen Sarg für Wallenstein. Offenbar kannte Krämer diese Geschichte auch. Jedenfalls er kam plötzlich in diese Versammlung der drei Witwen mit dem ersten Modell des Stahlsargs. Der Träger, der Arbeiter, musste jetzt Probe liegen. Und einer der Arbeiter, von dem die Weigel meinte, der hätte ungefähr die Statur von Brecht, musste sich Probe legen in den Sarg. Ist das zu Lebzeiten von Brecht? Nein, der war schon tot, Der Harich ist verhaftet worden nach dem Tod von Brecht. Hast du solche Vorkehrungen getroffen? Nein, überhaupt nicht. Hat mich bisher nicht interessiert. Weißt du, wo du hier liegen wirst? Ist mir zunächst mal völlig egal. Der Dorotheenstädtische Friedhof ist fast besetzt, glaube ich. Das ist ganz schwierig. Die beste Variante ist immer noch, die Asche über der Ostsee oder über der Nordsee ausstreuen zu lassen, glaube ich. Das kann man noch erreichen.